Highlights, Höhepunkte der Woche im Studio Christina Sterz. Hallo und herzlich willkommen. Wir stürzen uns gleich mit zwei Testern aus Deutschland wilde Wasserrutschen hinunter. Hier sind unsere Themen. Adrenalinkick, wo die extremsten Wasserrutschen Europas stehen. Statussymbol, warum Frauen eine besondere Beziehung zu Handtaschen haben. Und Freiluftoper, wie das 100. Jubiläum der Arena di Verona gefeiert wurde. Wer hat die höchste, wer die schnellste und wer die extremste? Die Betreiber von Wasserrutschen wetteifern inzwischen weltweit um spektakuläre Rutschen. Für die Badegäste wird der Besuch immer mehr zur Mutprobe. Wer traut sich in Wasserrutschen, in denen man mit Höchstgeschwindigkeit durch Doppelloopings schießt oder beinahe senkrecht in die Tiefe fällt? Wer selbst mal oben am Einstieg gestanden hat, der weiß, das ist nichts für schwache Nerven, macht aber riesig Spaß. Meter geht es in die Tiefe und das mit mehr als 100 Stundenkilometern. Du stehst da und denkst, oh, was passiert gleich? Das sieht aufregend aus, ich will da unbedingt runter. Wenn er mich dafür bezahlt, rutsche ich, sonst nicht. Ich habe zu viel Angst. Alleine würde ich es nicht machen. Höchstens, wenn noch einer dabei ist. Mir ist das zu hoch. Der Wasserpark Caneva World am Gardasee in Italien. Hier steht die höchste Körperrutsche Europas. Wir treffen die Brüder Julian und Luca Cech. Sie sind Rutschenprofis. Die perfekte Rutsche, die muss hoch sein, die muss schnell sein, also dass man wirklich das Adrenalin spürt beim Rutschen. Und sie muss natürlich auch gut verarbeitet sein, gut zu rutschen sein, ohne dass es schmerzhaft ist. Und wenn man so richtig schön in die Rutsche reingedrückt wird, in der Kurve zum Beispiel, das macht natürlich auch besonders viel Spaß. Die Brüder aus Nordrhein-Westfalen betreiben die Internetseite tuberides.de. In ihrer Freizeit reisen sie durch Europa, testen und bewerten Wasserrutschen. Mehr als 600 haben sie in den vergangenen 4 Jahren schon ausprobiert. Auf YouTube stellen sie die Videos ein, die sie während des Rutschens gedreht haben. Eine Rutsche so hoch wie diese haben die beiden noch nicht getestet. Trotz Höhenangst, Julian Cech will es wissen. Ich darf jetzt nicht allzu lange überlegen, hinterher mache ich es doch nicht, deswegen rutsche ich jetzt mal lieber. Auf der Falltür heißt es dann, Kamera an und los. Das ist der Wahnsinn. Also der Start allein schon, man fällt wirklich nach unten und man hat wirklich eine Top-Geschwindigkeit bis zum Ende. Man wird so schnell, das ist unfassbar. Also das ist einfach nur geil. Und ich rutsche jetzt direkt nochmal. Höher, steiler, ungewöhnlicher. Bei Wasserrutschen liefern sich Freizeitparks und Schwimmbäder mittlerweile einen regelrechten Wettkampf um Extreme. Hier führt die Rutsche sogar durch ein Haifischbecken. Die Kilimanjaro-Rutsche in Brasilien ist mit fast 50 Metern die höchste Körperrutsche der Welt. Die längste Wasserrutsche steht in den USA. Mammoth ist fast 540 Meter lang. Rutschen, die bis ans Limit gehen und trotzdem sicher sind, das sind die Herausforderungen ihrer Erfinder. In seinem Ingenieurbüro in der Nähe von Stuttgart muss Rainer Braun mit jedem Auftrag aufs Neue Lösungen entwickeln. Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit 100 km/h auf eine Wasseroberfläche oder ins Wasser und müssen jetzt abgebremst werden. Da ist die Wasseroberfläche hart wie Beton. Da muss man spezielle Maßnahmen ergreifen mit dem Wasser, zum Beispiel Luft einsprühen, damit dieses Wasser weicher wird. Rainer Brauns spektakulärste Erfindung, die erste Doppellooping-Rutsche der Welt in der österreichischen Stadt Wörgl. Julian Cech und sein Bruder Luca sind zum Test angereist. Wasserrutschen werden immer krasser, also in den letzten Jahren wurde wirklich immer mehr entwickelt, ganz neue Sachen und ich denke mal in den nächsten Jahren kommen da auch noch einige interessante Projekte.
Ein letzter Blick auf die Alpen, dann der Raketenstart. 14 Meter freier Fall erwarten Julian Tschech. Er muss ein hohes Tempo aufbauen, um beide Loopings zu schaffen. Den würde ich schon als sehr gut bewerten und macht wirklich Spaß. Kann ich nur jedem empfehlen zu rutschen. Am Ende gönnen sich die beiden Brüder eine vergleichsweise gemächliche Rutschpartie, um den Adrenalinspiegel wieder auf ein normales Niveau zu senken. Art Everywhere, überall Kunst, heißt das Projekt, das Großbritannien zur größten Freiluftgalerie der Welt werden lässt. 2 Wochen lang sind auf mehr als 20.000 Plakatwänden und digitalen Werbetafeln einige der bekanntesten Werke der britischen Kunstgeschichte zu sehen. Und die Briten selbst konnten im Internet abstimmen, was genau gezeigt werden soll. Achtung, Kunst. Ein Damien Hirst an der Waschanlage. Ein Gemälde über einer vielbefahrenen Straße. Eine Installation von Anish Kapoor vor Mietwohnungen. Mit dem Projekt Art Everywhere kommen einige der bekanntesten Kunstwerke Großbritanniens auf und unter die Straßen. Landesweit. Für 2 Wochen. Es ist großartig, Zugang zu Kunst in der U-Bahn oder auf der Straße zu haben. Wirklich unglaublich. Gute Idee, denn es lässt Menschen, die normalerweise nicht in Museen gehen, ganz einfach über Kunst stolpern. Wer keine Zeit für den Museumsbesuch hat, kann Kunstwerke auf der Straße sehen. Viel besser als Werbung. Es ist einfach zugänglich. Man kann es genießen, wann und wo man will. Beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit, beim Warten auf den Bus. Überall optische Reize, aber normalerweise fast alles Werbung. Jetzt wurden einige der Anzeigen gegen Kunstwerke ausgetauscht. Riesenplakate zeigen Szenen aus dem Ersten Weltkrieg. Die Ophelia von Sir John Everett Millias hängt in Hackney. Und bei der Westminster Abbey gibt es moderne Kunst zu sehen. Ob in der Innenstadt oder über der Schnellstraße, die größten britischen Künstler wie Lucian Freud auf mehr als 20.000 Postern oder Werbetafeln. Der Unternehmer Richard Reed hatte die Idee, Großbritannien in eine Open-Air-Galerie zu verwandeln. Ich bin in London immer durch ziemlich finstere Straßen zur Arbeit gegangen. Aber einmal hatte irgendjemand ein wunderschönes Bild aufgehängt. Einfach nur der Schönheit wegen. Das hat mich jeden Morgen aufgeheitert. Und ich dachte, es müsste großartig sein, wenn man das einfach überall machen würde. Die Kunstwerke für diese landesweite Ausstellung haben nicht Kunstkritiker ausgesucht. Internetnutzer haben per Mausklick abgestimmt. Ausschließlich britische Meisterwerke der letzten 6 Jahrhunderte standen zur Wahl. 57 wurden schließlich gedruckt. Finanziert mit einer Crowdfunding-Aktion, der Mindesteinsatz betrug weniger als 5 Euro. Und die Plakatwände stellte die Werbeindustrie zur Verfügung, 2 Wochen kostenlos. Es ist zwar nicht die echte Kunst, aber es ist ein Schritt. Diese Aktion ist eine riesige Werbung für Museen und für die Kunst. Ich wäre überrascht, wenn diese Poster niemand in die Museen locken würde. Sie werden das ganz bestimmt. Auch Sir Peter Blake, einer der bekanntesten Vertreter der Pop-Art, hofft, dass Art Everywhere das Interesse an Kunst verstärkt. Ich finde es besser, wenn die Menschen sich mein Original anschauen. Aber vielleicht machen sie es, wenn sie das hier sehen und herausfinden, wo es hängt. Es ist nicht so gut wie das Original, aber es ist okay. Auch sein Beatles-Cover aus dem Jahr 1967 hat es auf Plakate geschafft. Wer mehr über die Kunstwerke erfahren will, eine App verrät, in welchem Museum das Original zu sehen ist. In ganz Großbritannien gehen Menschen gerade auf Bildersuche. Online entstehen Fotogalerien. Bei Facebook und Twitter werden Fotos aus Glasgow, Norwich und Manchester gepostet. Ich muss gestehen, ich habe es vorhin gar nicht gesehen. Ich habe ein paar in der U-Bahn gesehen. Eins im Zug und ein anderes im Bahnhof. Aber viel mehr nicht. Denn die Bilder fallen nicht sofort ins Auge. Außerhalb des Museums verlieren sie sich teilweise im Stadtbild. Die Organisatoren hoffen trotzdem auf eine Wiederholung.
Es ist relativ billig, aber es ist ein ziemlicher Aufwand. Was mich interessiert ist, A, machen wir das im nächsten Jahr nochmal und B, übernimmt jemand anderes in der Welt die Idee? Ich denke schon. Großbritannien ist die größte Freiluftgalerie der Welt. Noch für eine Woche. Frauen und ihre Handtaschen, das ist ja eine ganz besondere Beziehung. Die meisten von uns besitzen mehr als eine. Für manche ist sie einfach nur praktisch. Andere sind bereit, für bestimmte Modelle sehr viel Geld auszugeben. Und selbst prominente Frauen lassen sich für besondere Stücke sogar auf die Warteliste setzen. Die meisten Männer akzeptieren diese weibliche Leidenschaft inzwischen einfach, ohne sie wirklich zu verstehen. Wir versuchen es heute deshalb mal mit einer Erklärung. Sie sind wild oder elegant, groß oder klein, Amerikaner oder Brite, nach Prominenten benannt oder von Prominenten entworfen. Handtaschen. Sie lassen viele Frauenherzen höher schlagen und bei Preisen bis zu mehreren tausend Euro manchen Mann nur staunen. Also wir haben wirklich Stammkundinnen. Das geht so weit, dass es spezielle Stammkundinnen gibt, die auf eine Marke fixiert sind. Also wo man es wirklich kaum glauben mag, aber die jeden Monat, alle zwei Monate zu uns kommen und dann eben immer von derselben Marke ein neues Produkt oder auch ihre Lieblingstasche in der zweiten oder dritten Farbe kaufen. Ja, das gibt es. Täglich besuchen 180.000 Menschen das Berliner Kaufhaus des Westens. Eine der beliebtesten Etagen, The Loft, gefüllt mit Taschen, Schuhen und Accessoires. Im vergangenen Jahr eröffnet, reagierte das Kaufhaus mit der speziellen Taschenabteilung und rund 2500 verschiedenen Modellen auf den stetig wachsenden Markt. Bei Taschen werden viele Frauen schwach. Ich finde, Taschen und auch Schuhe sind natürlich sehr gewichtsunabhängig. Also man kann sich auch belohnen, ohne mit ein bisschen Frust rauszugehen, weil es eine andere Größe ist. Aber nicht nur der Handel, auch die Medien bedienen die Lust auf immer neue Damentaschen. Modemagazine wie die deutsche Vogue bringen regelmäßig Sonderstrecken zum Thema. Denn zu jeder Saison erscheinen auch neue Modelle. In den 90er Jahren wurde für eine besonders modische und begehrte Tasche der Begriff der It-Bag geprägt. Zu den ersten It-Bags gehören die Baguette-Tasche von Fendi oder die Speedy von Louis Vuitton in verschiedenen Sondereditionen. Was vielleicht eine teure Uhr für einen Mann ist, ist vielleicht eine Handtasche für eine Frau. Also man leistet sich eher was. Ja, so eine Tasche verspricht der Trägerin, dass sie ein ganz besonderes Stück hat, was sie mit sich rumträgt, was sie zeigt. Ist ja auch oft von der Haltung so, dass man die Tasche dann so trägt, also fast vorm Körper, was auch jeder sehen kann. Vielleicht ist das auch eine Art Statussymbol. Statussymbole sind auch in der aktuellen Ausstellung Taschen im Bayerischen Nationalmuseum in München zu sehen. Dieser üppig verzierte Geldbeutel aus dem 16. Jahrhundert wurde als eine der ersten Taschen über der Kleidung und damit für jeden sichtbar getragen. Die Schau über 500 Jahre Taschengeschichte ist ein Publikumsmagnet für Frauen. Aufgrund des großen Erfolgs wurde sie verlängert. Ob Korb oder Handarbeitsbeutel, 19. oder 20. Jahrhundert, alles nur praktisch durfte die Handtasche für Frau nicht sein. Die Taschen waren immer dazu gedacht, persönliche Gegenstände aufzubewahren und mitzunehmen. Und so wurde die Tasche selbst auch zum ganz persönlichen Gegenstand. Auch die beiden bekanntesten Handtaschenmodelle der Welt sind in München ausgestellt. Die 255 von Chanel aus dem Jahr 1955. Bis heute noch ein Bestseller des Hauses. Von der französischen Modemarke Hermès stammt die Kelly Bag, benannt nach der Schauspielerin Grace Kelly. Ihr Preis ab rund 5000 Euro aufwärts. Für sie gibt es sogar eine Warteliste und dahinter steckt kein Werbeschachzug, wie Kritiker oft mutmaßen. Es gibt nicht so viele Leute, die diese Taschen herstellen können. Und der zweite Faktor ist auch das Material. Also je hochwertiger das Leder ist und je exotischer vielleicht auch, desto weniger gibt es davon und desto länger dauert es vielleicht auch, bis man eine Kroko-Kelly-Bag ausliefern kann. Die Handtasche. Sie ist Statussymbol, modisches Accessoire, Belohnung und Ausdruck der Persönlichkeit. Aber warum, von einigen Ausnahmen abgesehen, eigentlich nur für Frauen?
zu dem Zeitpunkt, als diese Ridiküls, die man hier auch sieht, diese modischen Täschchen, als die zum modischen Accessoire wurden und die Damen sich da nur noch damit geschmückt haben, zu der Zeit haben die Männer aufgehört, die Taschen zu tragen. Also vorher hatten sie auch aufwendig bestickte Jagdtaschen zum Beispiel. Das war dann vorbei im 19. Jahrhundert. Sie hatten vielleicht noch eine Aktenmappe oder eine Brieftasche, einen Geldbeutel, den sie so in die Tasche gesteckt haben. Aber im 19. Jahrhundert wurde die Tasche dann so allmählich zum weiblichen Accessoire. Ein schlechtes Gewissen muss die Frau beim nächsten Kauf einer teuren Tasche nicht unbedingt haben. Einige dieser luxuriösen Exemplare sind wahre Geldanlagen, deren Wert mit den Jahren steigt. Und das verstehen am Ende sogar die Männer. Die gängigsten Klischees über die Deutschen, die kennen wir hierzulande natürlich auch, dass wir nur Bier trinken und sehr fleißig sind zum Beispiel. Dass es aber viel mehr deutsche Eigenarten gibt, als wir selbst vielleicht denken, hat der britische Autor Adam Fletcher in seinem Buch »Wie man Deutscher wird« humorvoll zusammengetragen. Er lebt schon seit einigen Jahren in Berlin und hat uns Deutsche offenbar sehr gut beobachtet, denn vieles, das wir hier völlig normal finden, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als typisch deutsch. So stellen sich viele die Deutschen vor. Sie trinken gerne Bier, sie sind heimatverbunden und fahren viel Rad. Was ist dran an diesen Klischees? Was ist typisch deutsch? Also die alten Klischees, Pünktlichkeit, alles funktioniert, alles hat seine Ordnung. Sauerkraut. Genauigkeit, Präzision, Fleiß. Das ist für mich typisch deutsch. Und Bio. Einer, der die Deutschen sehr genau betrachtet, ist der Brite Adam Fletcher. Er lebt seit 2010 in Berlin und hat eine Anleitung geschrieben, wie man Deutscher wird, in 50 einfachen Schritten. Angefangen hat alles mit einem Blog, in dem er sich mit deutschen Eigenheiten auseinandersetzte. Mehr als 1 Million Menschen lasen seine Beobachtungen im Netz. Jetzt hat der 30-Jährige ein Buch daraus gemacht. Hallo, ich bin Adam Fletcher. Ich bin Deutschland-Fan und beobachte die deutsche Kultur. Heute erzähle ich euch, was euch in meinen Augen besonders deutsch macht. Alle müssen in einer Art unbeholfenem Gläsertanz miteinander wetteifern, bei dem jedes Augenpaar sehr, sehr auffälligen Blickkontakt mit jedem anderen aufnehmen und jedes Glas jedes andere berühren muss. Beim Stichwort deutsche Küche ist die Bratwurst ein verbreitetes Klischee. Europaweit liegt der deutsche Fleischverbrauch jedoch im Mittelfeld. Mit durchschnittlich 89,2 Kilogramm pro Jahr belegen die Deutschen Platz 9. Deutschland zählt aber zu den Ländern, die am meisten Kartoffeln pro Person verbrauchen. Und es ist außerdem für seine Vielfalt an Brotsorten bekannt. Also das hier ist ein sehr wichtiger Aspekt im deutschen Alltag. Das hier ist ein Mischgetränk. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen es in diesem Bereich richtig krachen lassen. Als ob es ihnen leid täte, wenn da nur ein Getränk im Glas ist, dass es sich vielleicht einsam fühlt und dass man ein anderes Getränk dazufüllen muss, damit die beiden eine Party im Glas feiern können. Als Ausländer unter Deutschen. Die Idee, sich den Deutschen auf diese Weise zu nähern, beobachtend, kommentierend, ist nicht neu. Solche Bücher sind in Deutschland immer wieder erfolgreich. Mir ist aufgefallen, dass die Deutschen sehr daran interessiert sind, wenn ein Ausländer ihre Kultur und ihre Eigenschaften beurteilt. Fenster auf Kipp ist so ein gutes Beispiel. Die Deutschen sehen das nicht als spezifisch deutsches Ding an und denken, dass Fenster überall diese Funktion haben. Haben sie aber nicht. Das sind einfach deutsche Fenster. Ich finde das Verhalten der Deutschen an roten Ampeln sehr ulkig. Zum Beispiel bin ich einmal bei Rot über die Straße gegangen und jemand rief mir Halt hinterher. Und ich dachte, was zum? Ich bin über Rot gegangen, Entschuldigung. Und dann war da eine Mutter mit ihrer Tochter und wir diskutierten über mein Verhalten, weil ich ja ein schlechtes Beispiel für ihr Kind war. Und ich versuchte ihr dann zu erklären, ich versuche doch nur ihrem Kind beizubringen, wie man ohne die Hilfe einer Glühbirne richtig die Straße überquert. Mülltrennung mit System. Auch das enttarnt Adam Fletcher als typisch deutsch. Und als Grund zum Lachen. Denn wer weiß, ob am Ende nicht doch wieder alles in derselben Tonne landet.
Ich bin ein großer Fan von Deutschland und sehr glücklich hier. Ich bezeichne mich als deutscher Ehrenbürger. Und ja, ich denke, dass man stolz sein darf, Deutscher zu sein. Und ich hoffe, mein Buch bringt den Leuten all die tollen Aspekte der Kultur hier etwas näher. Und damit er den Deutschen in Zukunft die eigene Kultur noch näher bringen kann, lernt Adam Fletcher jetzt erstmal Deutsch. Das wird auch nicht schaden. Weiter geht's in Italien. Das Amphitheater in Verona ist nach dem Kolosseum in Rom und der Arena im ebenfalls italienischen Capua das drittgrößte noch erhaltene Amphitheater der Welt. Es wurde ungefähr 30 nach Christus errichtet, ist also fast 2000 Jahre alt. Zum 100. Geburtstag des Komponisten Giuseppe Verdi wurde dort 1913 erstmals eine Oper aufgeführt, Aida. Und genau die bringen die Veranstalter jetzt zum 100. Jubiläum erneut auf die Bühne. Genauso in dieser Inszenierung hat es die Oper Aida des Komponisten Giuseppe Verdi schon einmal gegeben, vor exakt 100 Jahren. Aida 1913 heißt das Projekt. Es ist einer der Höhepunkte, mit der die Arena di Verona in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum als Opernbühne feiert. Mehr als 30.000 Besucher sind an diesem Abend dabei. Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil es akustisch ist, also unplugged. Das ist eine Wahnsinnsstimmung. Eine Wahnsinnsakustik, es ist so authentisch, es ist toll. Es ist zauberhaft. Ich liebe diese Atmosphäre und diese ganze Stimmung. Und gerade aus dieser Entfernung kann man sehen, wie viel Liebe darin steckt. Ich denke, dass es wichtig ist, dem Publikum eine historische Aida anzubieten, um wirklich die Geschichte der Aida zu verstehen. Von Anfang an wurde das Archiv der Arena sorgfältig geführt. Die Macher dieser Inszenierung hatten deshalb Glück. Es gab genügend Vorlagen der ersten Aida von 1913. Sie war damals eine der ersten Opern-Großproduktionen. It's absolutely fantastic because hier ist es fantastisch, weil der riesige Raum den Regisseuren so viele Möglichkeiten bietet. Man kann sehr viele Menschen auf die Bühne bringen. In der Triumphszene haben zwischen 300 und 350 Leute auf der Bühne Platz. Die Arena di Verona, ein römisches Amphitheater, wurde vor fast 2000 Jahren gebaut. Schon 1913 kamen Tausende, um die Aida zu sehen. Einer, der hier von Anfang an klassische Musik aufführen wollte, war der Tenor Giovanni Zenatello. Mit einfachen Mitteln testete er damals die Operntauglichkeit des Ortes. Damals haben zwei Musiker in die Hände geklatscht, um die Akustik zu testen, mehr nicht. Wie oftmals im Leben sind die einfachsten Dinge die besten. Viele verschiedene Opern kamen hier schon zur Aufführung. Die meisten von Puccini und Verdi, den Lieblingskomponisten der Italiener. Mit mehr als 600 Aufführungen liegt Aida vorn. Seit einem Jahr hat die Arena di Verona auch ein Museum. Zum Jubiläum zeigen mehrere Ausstellungen deren Operngeschichte. Große Sänger sind hier aufgetreten. Maria Callas hat hier ihr Debüt gefeiert. Für den Startenor Luciano Pavarotti war die Arena die Lieblingsbühne. Er sagte immer, wenn ein Sänger in der Arena singen kann, dann ist er reif und angekommen, aus der Karriereperspektive betrachtet. In der Rolle der Aida die weltbekannte italienische Sopranistin Fiorenza Cedulins. Spontaner Applaus nach der Vorstellung, als sie von der Arena zum Abendessen geht. Das ist meine 14. Saison in der Arena di Verona. Es war für mich so eine Ehre, so ein Glücksgefühl, hier heute die Aida zu singen. Und Aida ist vielleicht auch die beste Opernrolle, die es gibt. Aida in der Arena di Verona.
Ein Klassiker, der in dieser historischen Inszenierung noch bis Mitte September aufgeführt wird. Unsere Sendung können Sie sich übrigens auch jederzeit im Internet angucken. Unter dw.de/euromax finden Sie dann auch noch viele weitere Informationen über uns. Wir freuen uns außerdem natürlich auch immer über Likes und Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Also schauen Sie da auch gerne mal vorbei. Damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.